Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins, Folge Nummer 59, unterdessen, juhu, fast 60 Folgen und wir sind, lass mich nicht lügen, aber ich würde sagen, knapp bei der Hälfte des Spieles angelangt. Und wie schon in der letzten Folge gesagt, reden wir jetzt nochmal mit jedem Partymitglied, also mit jedem Gruppenmitglied, das beeinschließt auch Wind, obwohl die sie gerade mit uns gesprochen hat in der letzten Folge. Aber da hat sie uns ja angesprochen, das zählt also nicht. Ihr findet einander wohl sehr anziehend, nicht wahr? Ja, ihr wisst von Liliana und. Wieso von Liliana und mir? Was? Wir schlafen noch mit Morrigan. Alter, das ist kompliziert. Ja, ziemlich. Mir fiel eure knospende Beziehung auf und ich wollte euch fragen, wo das eurer Ansicht nach hinführen soll. Liliana ist ein erstaunliches Mädchen, ehrlich und arglos, und sie hat euch ihr Herz geöffnet. Ich will nicht, dass ihr wehgetan wird. Liliana hat uns ihr Herz geöffnet? Wird? Und was ist mit mir? Ob mir wehgetan wird, spielt wohl keine Rolle. Mir wird doch ständig wehgetan. Ich trage die ganze Welt auf meinen Schultern. Nimmt darauf denn keine Rücksicht? Ich mache mir um euch beide Sorgen. Eine Tragödie ist hier mehr als wahrscheinlich. Liebe ist letztlich immer eigennützig. Sie verlangt die Hingabe zu einer einzigen Person, die dein Verstand und Herz besetzt hält und alles andere ausschließt. Ein grauer Wächter kann sich das nicht erlauben. Wenn ihr entscheiden müsstet, ob ihr eure Liebe rettet oder alle anderen, was würdet ihr dann tun? Ich würde alle anderen retten. Wobei ich nicht weiß, ob ich das könnte. Das ist eine schwere Frage. Ich will diese Entscheidung nicht treffen müssen, ist die falsche Antwort, denn wir müssen diese Entscheidung früher oder später treffen. Das ist genau das, was sie meint. Als grauer Wächter lebt man gefährlich. Was soll ich denn tun? Liliana sagen, dass sie gehen soll? Vielleicht müsst ihr das tun, um einem oder beiden von euch später unnötiges Leid zu ersparen. Wieso überhaupt Liliana? Wir pennen doch mit Morrigan rum, das ist irgendwie seltsam. Das wisst ihr schon von Liebe. Ihr habt den Zirkel nie verlassen. Ich soll also jetzt Schmerz zufügen, um ihn später zu vermeiden. Großartige Logik. Super Plan. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der Schmerz jetzt wäre vielleicht weniger groß, als wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, im Kampf gegen den Erzdämon fallen würden. Ich werde nicht aufgeben, was zwischen uns ist. Egal, was ihr sagt. Was ist denn zwischen mir und Liliana? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Haben wir K.O.-Tropfen von der bekommen und wurden dann irgendwie ins Zelt geschleppt? Haben wir da was nicht mitgekriegt oder was ist da los? Also ich soll jetzt Schmerz zufügen, um ihn später zu vermeiden. Großartige Logik, das nehme ich einfach mal. Ich habe euch meinen Rat gegeben, alles andere liegt bei euch. Ja, der Rat ist ja auch gut gemeint. Ich respektiere ja auch den Rat, aber ganz ehrlich, Vin, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich habe Angst, mit Liliana zu reden. Deswegen rede ich jetzt mit dem hier. Hier bin ich. Könntet ihr andere zum Meuchelmördern ausbilden? Oh, das könnte ich wohl. Aber ich werde es nicht tun. Oh. Ich habe den Krähen geschworen, dass ihre Lehren ein Geheimnis bleiben würden. Und obwohl sie bereits wütend auf mich sind, möchte ich den Bogen nicht überspannen, versteht ihr? Wollen die Krähen euch nicht sowieso töten? Gut, dann werde ich das. Ich meine, ich respektiere die Entscheidung, aber den Bogen überspannen, wenn die Krähen euch töten wollen, wie weit wollt ihr denn den Bogen dann noch überspannen? Wenn ihr allerdings darauf besteht, lasst mich darüber nachdenken. Die Krähen sind bereits wütend auf mich, richtig? Ja. Wer weiß? Gut. Hier bin ich. Reden wir nochmal mit ihm und fragen ihn ein paar Fragen. Oh, das wird sicher unterhaltsam. Nur Ja, zu. das glaube ich auch. Was haltet ihr von den Dalish?
Ich weiß so gut wie nichts über die Dalish. Nur, dass meine Mutter eine war. Oh. Oder gewesen sein soll. Aha. Sie hatte sich in einen elfischen Holzfäller verliebt. Verließ deshalb endgültig ihren Clan und folgte ihm in die Stadt. Dort starb der Holzfäller an irgendeiner schlimmen Krankheit. Und meine Mutter musste sich verkaufen, um seine Schulden zu begleichen. Die älteste Geschichte, die es gibt. Ihr seid also ein Meuchelmörder und ein Hurensohn. Geile Scheiße. War der Holzfäller euer Vater? Woher soll ich das wissen? Meine Mutter war eine Dirne, wie ihr nun wisst. Keiner der anderen Elfenjungs im Bordell kannte seinen Vater. Das war nichts Ungewöhnliches. Ich kannte natürlich auch meine Mutter nicht. Sie starb bei meiner Geburt. Mein erstes Opfer, sozusagen. Die Huren haben uns gemeinsam erzogen. Es war kein schlechtes Leben, von gelegentlichen Prügeln einmal abgesehen, bis ich schließlich an die Krähen verkauft wurde. Angeblich habe ich einen guten Preis eingebracht. Und dennoch seid ihr erstaunlich wohlgewohnt, wenn ihr davon spricht. Ist das nur eine Maske? Es hätte alles viel schlimmer sein können. Ihr wollt gar nicht wissen, was aus den anderen Jungs im Bordell wurde, die nicht für gutes Geld an die Krähen verkauft wurden. Nein, ich habe es ganz gut getroffen. Eure Vergangenheit war sicher auch nicht idyllisch. Leute wie wir entstammen nun mal keinem glücklichen und zufriedenen Leben. Das könnt ihr laut sagen. Im Turm hat man auch nicht unbedingt eine Familie. Ich vergleiche mein Leben mit dem euren. Das ist ja irgendwie niedlich, ne? Sind wir beide denn so verschieden? Vom Wind des Schicksals gebeutelt, durch Zufall und vortreffliche Talente an diesen Punkt unseres Daseins verschlagen? Da könnte er recht haben. Wenn das Schicksal existiert, dann hat er recht, ja. Oh, zu freundlich. Es geht darum, dass die Dalish-Herkunft meiner Mutter mich immer fasziniert hat. Aha. In all den Jahren der Ausbildung bei den Krähen hatte ich von meiner Mutter nur ein paar Handschuhe. Von Dalish gefertigt und wunderschön. Aha. Ich musste sie verstecken, weil der Besitz solcher Dinge verboten war. Am Ende wurden sie entdeckt. Und toll. Ich habe sie nie wieder gesehen. Was ist denn das für ein Drecksverein? Aber ihr betrachtet euch selbst nicht als Dalish. Und die Dalish würden ihn auch nicht als Dalish betrachten. Hat es denn in eurem Leben keinerlei Freuden gegeben? Oh doch, jede Menge sogar. Allerdings nur, das gebe ich zu, weil ich nicht mehr erwartet habe. Dennoch dachte sogar ich, es wäre besser, mich den berühmten Dalish anzuschließen, als einer ihrer Clans einmal in der Nähe von Antiva lagerte. Die Wirklichkeit unterschied sich jedoch völlig von den Träumen, die ich als Junge beim Betrachten der Handschuhe gehabt hatte. Aber so ist das Leben. Kommt, genug von den Dalish. Gehen wir weiter. Nein, noch ist... Wieso? Hä? Ich kapiere den Kerl nicht. Noch ist nicht genug für den Dalish, weil wir haben nämlich noch einige Handschuhe für euch, Sephran. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wieso mag der uns Kerl? Warum mag der Kerl uns eigentlich nicht? Wir sind doch so freundlich zu ihm. Handschuhe? Ihr gebt mir Handschuhe? Wozu? Na, weil es Handschuhe der Dalish sind. Wenn ihr sie nicht wollt, dann gebt sie zurück. Dann gebe ich sie Liliana oder Morrigan oder sonst wie. Nein, es sind Handschuhe der Dalish, wie eure Mutter sie getragen hat. Ich... Beim Atem des Erbauers, ihr habt recht. Wie meine Mutter sie getragen hat. Das Leder war dünner und sie hatten mehr Stickereien. Aber sonst sind diese hier sehr ähnlich und wirklich schön. Ja, gern geschehen. Wirke ich überrascht? Vielleicht bin ich das auch. Dennoch weiß ich zu schätzen, dass ihr überhaupt an mich gedacht habt. Niemand hat mir je einfach so ein Geschenk gemacht. Danke. Tja, Sephran, hier in der Gruppe, da passen wir aufeinander auf und wir nennen uns Freunde und wir haben Gegenstände erhalten und zwar wahrscheinlich die Handschuhe für ihn, die wir jetzt ausrüsten können. Lolololol, ach, die hat er schon ausgerüstet, das ist ja interessant. Lederhandschuhe. Langschwert und Krähendolch. Der braucht 25 Stärke, um das tragen zu können und trotzdem hat er es schon ausgerüstet.
Atras-Amulett plus 4 Zauberresistenz. Magistergurt, geben wir sehr. Nein, Moment, wir wollten ihm den Gürtel der Schatten geben, genau. Und den Gedächtnisring, den. Nee, den geben wir eben nicht. Haben wir vielleicht irgendwie. Talisman der Flammen. Plus 4% Zauberresistenz. Ja, warum nicht? Meine Güte. Haben wir vielleicht irgendwas anderes zu ihnen? Vielleicht mag der. Was mag der eigentlich? Steht es vielleicht im Kodex, was die Charaktere mögen? Kodex, Charaktere, Alistair, da müsst ihr ganz unten. Alistair ist von Magie fasziniert, obwohl sein Leben darauf ausgerichtet ist, deren dunkle Manifestation zu bekämpfen. Er mag seltsame Runensteine und Figuren von arkanen Kreaturen. Ah, okay. Was mag Barksborn? Knochen vermutlich. Liliana. Ja, bemüht sich, das Kloster in Lothering zu ehren, das sie aufgenommen hat, und hält Symbole mit Andrastes Segen stets nahe an ihrem Herzen. Ja, oder Schuhe, das mag sie auch. Morrigans kritisches Auge ruht nicht nur auf anderen, ob es ihr bewusst ist oder nicht, aber sie schätzt Schmuck sehr und befasst sich intensiv mit ihrer äußeren Erscheinung, das haben wir schon gemerkt, die mag Schmuck. Skalfan, Shales Kontrallstab, das ist was anderes. Hier steht nicht, was Shale mag. Leider. Wahrscheinlich Kristalle. Stan. Stan schätzt Gemälde sehr. Eine Vorliebe, die gar nicht zu ihm zu fassen scheint. In Wahrheit allerdings eine Fortführung der Überzeugung der Gunari darstellt. Er respektiert Künstler, weil sie ihren Bildauftrag sorgfältig durchdenken und jeden Pinselstrich von Anfang bis Ende präzise an ihrem Plan orientieren. Ha. Was mag Win? Für Win ist das geschriebene Wort ein Fenster zu wahren Verständnis der Welt. Sie ist in ihrer Seele eine Skularin und glaubt, dass zu Papier gebrachtes von Hause aus heilig ist. Und sie mag Wein. Zephran mag. Keine Ahnung, was Zephran mag. Leider. Das steht hier nicht. Aber wir haben so viele Geschenke. Also, Win mag Schriftrollen. Oh, wundervoll. Alistair mag. Daran könnte ich mich gewöhnen. Statuen und Runensteine. Ist das für mich? Wirklich? Nun, ich bin sprachlos. Und. Was ist Weißschuhe? Ach so, ein Getränk. Morrigan mag natürlich Ochsenknochen. Zephran mag, das wissen wir nicht, was Zephran mag. Stan mag wahrscheinlich die bemalte Himmelskugel. Ich danke euch. Oder auch nicht. Gut, dann eben nicht. Dann reden wir mal kurz mit. Oder an. Gucken nach, ob der vielleicht irgendwelche Gefälle hat für Zephran, weil ich kann es irgendwie nicht ausstehen, dass er uns bitte nicht mag. Bitte lass es mich wissen, wenn ich irgendetwas. Ich will doch von jedem geliebt werden. Plunder verkaufen. Weißt du was, ich glaube, wir können Olafs wertvolles Käsemesser wirklich verkaufen. Aber es klingt so cool. Also noch die Blutdrachenrüstung. Ist ja auch ein Set. Da wissen wir die Sachen. Buch der arkanen Methodik. Dieses Buch stellt die Forschungsergebnisse der kaiserlichen Kirche, die in Tevinter entstanden, Zweig zur andrastischen Legion. Der Magie, wenn er nicht in dieses Buch gewährt Einblick in das Nichts, wodurch sich das Verständnis des Lesers verzaubert. Voraussetzung. Der Leser dieses Buchs erhält einen Punkt, um ein Talent oder einen Zauber zu steigern. Danach wird es allerdings nutzlos. Buch der körperlichen Methodik. Erhält einen Punkt, um ein Talent oder einen Zauber zu steigern. Das ist viel zu teuer, das lohnt sich gar nicht. Da sind die Geschenke. Goldene Seilhalskette, eine. Klangvolle Laute. Diese Laute ist eine der Lieblingsinstrumente reisender Barden. Liliana.
König Merricks Schild, Alistair-Puppe. Diese kleine, aus Lumpen gefertigte Puppe erinnert auf erschreckende Weise an Alistair. Sie ist mit kleinen Nadeln gewickelt. Das ist was für Morrigan. Diese faszinierende Erfindung der Zwerge wurde aus einem Nackmagen gefertigt. Sie wird locker im Bart eines Trinkenden angebracht und versorgt diese selbst dann noch mit Alkohol, wenn er jegliches Gefühl in den Arm verloren hat. Keine Ahnung, über wen das sein soll. Ein Kuschelstein. Irgendjemand hat diesen Stein mit einem Augenpaar und einem dümmlichen Grinsen bemalt. Ich glaube, das ist für Shale. Totengebete der Kunari, Stan, Amulett der Erinnerung. Diese einfache Zierung an der Außenseite dieses Medaillons sind inzwischen abgegriffen und das Glas ist mit einer dunklen Platina überzogen. Keine Ahnung, wie das seltener antimianischer Brandwein. Vollständiger Stammdaum der Könige Fereldens. Schutzkragen, hässliche Stiefel aus orleanischer Maske. Diese teure, aus Schnüren Porzellan gefertigte Maske ist in orleanischen Adelskreisen ein modischer Muss. Vielleicht auch was für Liliana, keine Ahnung. Der Gesang des Lichts, ungekürzte Fassung, ach du Scheiße. Duftseife, unzerstörbare Taube. Ich glaube, damit könnten wir Shales Leben vermiesen. Schmetterlingsschmerz, Krückstock der Katzennamel, Keuschheitsgürtel, ach du Kacke. Was ist das denn? Zuckerkuchen, verkohltes Holz. Schönes Geschenk. 50 schöne Geschenke für... Keine Ahnung, was sollen wir damit? Ich kaufe mal 10 Stück oder so. Und dann hat der, glaube ich, nichts mehr für uns, oder? Fläschchen, Bücher... Ich glaube, der hat nichts mehr für uns. Jetzt gehen wir erstmal Geschenke wieder weg hier. Ach, guck mal, da steht sogar. Da wird sogar angezeigt, dass es für Wind nichts bringt. Shell, Kuschelstein. Das soll ich wohl behalten, nicht wahr? Gib bitte einen Namen für Shells Kuschelstein ein. Herbert. Herbert ist ein guter Name für einen Stein. Stan mag die Totengebete der Kunari. Ich danke euch. Huch. Jetzt haben wir den auf 100% gehauen. Das wollte ich gar nicht. Seltener antivianischer Brandwein. Ihr habt einen hervorragenden Geschmack. Plus 50, Alter. Wir schicken uns selber einen Ochsenknochen. Liliana, klangvolle Laute. Ich danke euch sehr. Ja, kein Problem. Alistair-Puppe für Morrigan. Hat dir doch gefallen, oder? Vollständiger Stammbaum der Könige Fereldens. Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett. Tut mir leid. Hier, oh, schönes Geschenk. Dank. Das ist sehr nett. Tut mir leid. Oh, das wollte Dank. Ich nicht. Das wollte ich nicht. Sehr nett. Wen ist denn die orleanische Maske und König Merrick Shield? Keine Ahnung, vielleicht für irgendwen, der Orle hast oder sowas. Ich meine, wenn wir es Liliana nicht geben können und die liebt ja Orle, dann muss es irgendwen für irgendwen sein, der entweder auch Orle liebt oder jemand sein, der Orle hasst. Den wir noch nicht haben. Das war jetzt irgendwie ungeplant, dass wir hier mit jedem Freundschaft schließen, vor allem wen haben wir jetzt auf 100 gehauen auf einmal? War das Stan? Moment, ich hab's vergessen. Gucken wir nochmal ganz kurz nach. Ja, Stan. Stan haben wir auf einmal auf 100 gehauen. Hören wir mal auf mit dem Kerl. Wäre super, wenn wir selber aufleveln könnten. Können wir aber nicht. Fehlen uns noch ein paar Erfahrungspunkte. Würde ich sagen, reden wir mit Stan hier noch. Also die Folge, die wird wahrscheinlich alle Gespräche beinhalten. Ich war im Irrtum. Und was meint ihr? Ihr seid ein Soldat, der es wert ist, gemeinsam mit den Beresat zu kämpfen. Bei unserer ersten Begegnung war ich anderer Meinung. Warum?
Derartige Fragen haben sicherlich auch zu diesem Eindruck beigetragen. Der Tag wird kommen, an dem der Arishok uns hierher schickt. An diesem Tag werde ich nicht versuchen, euch auf dem Schlachtfeld zu finden. Ja, die Kunari planen, in Ferelden einzufallen. Das wussten wir schon. Das war abzusehen. Und ich hoffe auch, dass wir uns dann nicht begegnen, denn wenn wir uns begegnen würden, dann wäre das ein Kampf zweier Freunde, die sich eigentlich nicht töten wollen. Und einer von ihnen müsste sterben. Und ich glaube, das wären dann nicht wir. Es gibt keinen Grund, das weiter zu vertiefen. Wir sollten weitergehen. Ja, ich wollte noch mit euch über das sprechen, das ihr erwähnt habt. Gut. Sprecht. Also doch. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Ich habe eine Frage. Das überrascht mich nicht. Findet ihr Ferelden sehr merkwürdig? Das ist noch milde ausgedrückt. Hier hat niemand seinen Platz. Eure Bauern wollen Händler sein. Die Händler träumen von einem Leben als Adlige. Und die Adligen werden Krieger. Niemand ist mit dem zufrieden, was er ist. Wollen die Kunari niemals etwas an ihrem Leben, an ihrem Platz im Leben verändern? Was sollte das bringen? Ein Bauer, der einen Laden kauft, ist trotzdem niemals ein echter Händler. Er wird immer ein Bauer sein, der zum Händler geworden ist. Er schleppt sein altes Leben mit sich herum, wie eine Schildkröte ihren Panzer. Ja, aber die Schildkröte wird durch den Panzer stärker. Wirklich? Aber ihr Panzer ist auch ihre Schwäche. Wenn sie taumelt und auf den Rücken fällt, macht er sie hilflos. Es ist besser, sich mit nicht mehr zu rüsten, als man braucht. Ein Leben, eine Pflicht. Glaubt ihr nicht, dass Zufriedenheit wichtig ist? Wenn man unzufrieden ist, dann bringt auch eine Pflicht nichts. Denn wenn man unzufrieden ist mit der Pflicht, dann taugt man in der Pflicht nichts. Also taugt man nicht dazu, diese Pflicht zu erfüllen. Man kann sie auch finden, indem man seine Pflicht erfüllt und seinem Volk dient. Es gibt keinen Grund, danach zu suchen. Wollen wir weitergehen? Klingt ein wenig, als hättet ihr Heimweh. Ja, vielleicht. Es ist merkwürdig, unter anderen zu sein und eine Sprache zu hören, die nicht eure eigene ist. Gesichter zu sehen, die eurem nicht ähneln. Ich vermisse die Gerüche von Seheron, Tee und Weihrauch und das Meer. Ferelden riecht nach nassen Hunden. Ihr habt den vergammelten Müll vergessen. Gibt es überhaupt etwas, das ihr an Ferelden mögt? Es gibt hier interessantes Essen. Ihr habt da diese Speise. In der Sprache der Kunari gibt es kein Wort dafür. Ein kleines Gebäck, wie Brot, aber süß und krümelig. Kekse. Ja, derartige Speisen haben wir in unseren Ländern nicht. Das sollten wir ändern. Das werde ich mir merken. Falls wir mal Kekse finden, dann geben wir sie ihm. Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass der Kekse mag. Wer weiß, vielleicht führt er ja Kekse ein. Wenn jetzt nach... Vielleicht bringt er ja ein paar Kekse mit und gibt sie einem Bäcker. Wollen wir weitergehen? Ja, lass uns weitergehen. Wie ihr wünscht.